Ich bin Ronja und heute sind wir wieder im Alltagsmodus, was auch immer. Ich bin immer noch bei McDonald's und... Oh Gott. Hallöchen. Das Übliche, ja? Alles klar. Zweimal normalen Fisch, zweimal Clownfisch. War das richtig? Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Vielen Dank, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen einen wieder schönen Tag. Werden Sie uns bald wieder. Oh, es ist aber auch schon hell draußen. Wie spät haben wir es denn? Ich habe das Gefühl, ich arbeite schon seit Stunden hier. Lass uns mal auf die Uhr gucken. 7 Uhr schon. Okay. Ich hoffe, Überstunden werden gut bezahlt hier, aber ich hoffe. Ich denke mal, das wird schon. So. Dann suchen wir mal. Irgendwo müsste hier nämlich das Auto stehen, was ich benutzen darf. Ah, da ist es ja. Da ist es ja. Es ist nicht das Schönste, vielleicht holen wir uns später noch ein richtiges, aber ja, für den Anfang sollte es reichen. Ich muss ja erstmal nur zur Wohnung zurückkommen. Der Tag bei McDonald's war schon wieder einfach nur komplett verrückt. Also komplett verrückt. Die Leute in dieser Stadt haben scheinbar irgendwas an sich, was nicht normal ist. Ich bin mir nicht sicher, was hier los ist, aber... Ich meine, der Orca ist noch der normalste von allen. Der Orca ist eigentlich echt ein freundlicher Typ, wenn man das mal so betrachtet. Aber der Rest ist, huiuiui. Oh, guck mal. Dann parke ich hier neben meinem Gefährtenauto. Und dann so. Sehr schön eingeparkt, möchte ich nur mal anmerken. Äußerst präzise. Nicht gegen den Busch gefahren. Okay. Der Parkplatz ist leider halbwegs weit weg von der Wohnung, aber ich habe noch keinen gefunden, der näher dran ist. Deswegen, ja, ist das wohl so. Hallo? Jo, Mai, guten Tag. Wo ist die Miete? Ich brauche die Miete. Ah, die ist jetzt fällig, ja. Ja, schönen ich brauche die Miete. Guten Tag, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Gar kein Problem, ich kann Ihnen gerade hier einfach. Jo, Mai. Jo, Mai, okay. Jo, Mai, ich bin zufrieden. Jo, Mai, ich wünsche noch einen schönen Tag. Jo, ja, ich bin zufrieden. Jo. Das freut mich zu hören. Ich habe gehört, mit dem Vermieter sollte man sich nicht anlegen. Der ist wohl ganz schön, warum sind da Enten? Der ist wohl ganz schön verrückt. Und scheint überzureagieren, wenn man seine Miete nicht ja, wenn man seine Miete nicht bezahlt. Zum Glück bin ich nur in den ersten Stock gegangen. Sonst hätte ich jetzt ganz schön Probleme gehabt. Ich lauf lieber. Der Fahrstuhl überfordert mich. Ich weiß auch nicht. Es ist 7 Uhr in der Früh und ich habe seit gestern 9 Uhr in der Nacht bei McDonald's irgendwelche Leute bedient, die einfach nur... Die Hälfte von ihnen hat nur in merkwürdigen Lauten kommuniziert. Ich weiß auch nicht. Ganz mehr... hallo! Hallo! Hallo, Detlef! Schön... Banane! Ja, genau! Genau. Wohnung von Detlef nicht... Nickt? Tops. Ja. Wohnung von Detlef, nicht Tops. Richtig. Sehe ich. Ja, dann, ja. Äußern wir uns nicht zu. Aber, also, der arme Tops, dass der mit Detlef zusammen wohnen muss, ist aber auch eine Zumutung. Wie geht's denn meinem kleinen Panda, Koala, meine ich natürlich. Ja. Das sieht doch alles schön aus, dem geht's gut. Ich habe die Wohnung ganz neu einrichten lassen. Ich hatte hier einen Innenarchitekten, der mir alles neu gemacht hat. Ich bin ja gerade erst... Oh, es klopft an der Tür. Hallo? Guten Tag, ich wollte Sie fragen, haben Sie zufällig gerade einen, obdachlosen Herrn gesehen? Sie meinen bestimmt Detlef. In der Wohnung gegenüber... Detlef, wer ist dieser Detlef? Wie sieht er aus? Oberkörperfrei, ruft oft Sachen wie... Funkelsteine... Katze, Vogel, bleibt meistens bei einer Sache. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so ist. Wir suchen einen in komplett blau gekleideten Herrn. Ich glaube nicht, dass das unser Herr ist. Gekleidet. Oh nein, ja, nein, komplett. Das ist das. Normalerweise wird nur Detlef auffällig, deswegen... Nein, ich kenne keinen Typen namens Detlef oder irgendjemand, der da dementsprechend gesucht wird. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schlafen Sie schon. Ja, danke. Blau gekleideter Herr. Merkwürdig. Dann, ja. Wie gesagt,
merkwürdig. Wirklich, was in dieser Stadt so los ist, merkwürdig. Die Wohnung ist ganz, ganz neu und es ist alles richtig schön. Ich hatte ja hier mal ein Klavier. Das ist jetzt weg, weil der Vermieter hat es irgendwie weggenommen und jetzt ist es verschwunden und wir kommen hier nicht mehr. Es ist halt weg. Das heißt, wir haben jetzt einen schicken Fernseher, ein bisschen Dekoration, schönes Sofa, eine wirklich, wirklich hübsche Küche. Die ist riesengroß. Das ist ein absolutes Träumchen. Noch ein bisschen Sushi von gestern und das Gehege für meinen kleinen Billy. Natürlich, hier ist mein Bad. Hier ist, alles bestens. Okay, ich glaube, ich lege mich noch nicht schlafen. Es ist zwar echt spät für mich, weil ich ja die Nachtschicht hatte, aber ich bin nicht so zufrieden mit meinem Firmenauto. Deswegen würde ich sogar losziehen und ein neues Auto kaufen. Ich habe ja noch ein bisschen Geld von meiner Auszahlung und wie gesagt, arbeite bei McDonald's. Es ist so ein lukrativer Job. Ich meine, ich weiß nicht, warum sich andere Leute beschweren. Ehrlich, in dieser Stadt findet man so einfach gut bezahlte Jobs. Wir versuchen es mal mit dem Fahrstuhl. Ne, wir versuchen es nicht mit dem Fahrstuhl. Wir ignorieren das Ganze mal. Und dann mache ich mich nämlich auf zum Autohändler. Ich habe auf dem Weg hierher, als ich mit dem Auto rübergefahren bin, nämlich, glaube ich, einen Autohändler gesehen. Und wir können uns ja mal umgucken. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Das wäre ja auch schön. Ja. Das ist der Balkon von dem Stockwerk davor. Ich bin hier noch ganz neu eingezogen, deswegen finde ich mich noch nicht zurecht. So, jetzt. Ich glaube, der Autohändler war in die Richtung hier. Da musste man, glaube ich, so eine Treppe runtergehen. Und ja, dann finden wir den bestimmt. Ich weiß nicht, ob das, was ich an Geld dabei habe, reicht, aber meistens kann man das ja irgendwie anschreiben lassen. Oder warum ist hier Blut? Ist das Blut? Ist das Farbe? Was ist hier passiert? Es wird... Ja. Es wird immer besser, ha? Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Ignorieren, das ist nicht schlimm. Ja, genau. Der Autohändler. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Rasenmäher. Eine Walze. Das sieht schick aus. Und ein Einkaufswagen. Hm? Not bad. Ich klopfe mal und... Oh! Guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen neuen Wagen als... Ah, Sie suchen einen neuen Wagen? Ah, ja, genau, da haben wir einige gute Stücke im Angebot. Davon was wäre denn Ihre Preisspanne? Preis, macht wirklich, also... Macht keinen Unterschied. Spielt keine Rolle, meinen Sie? Ja, spielt keine Rolle. Das höre ich doch super gerne. Also, soll ich Sie rumführen? Ich habe da nicht so richtig super Wagen im Angebot. Also... Vorerst muss ich Ihnen sagen, Sie sehen vielleicht diesen Preis, der ist vielleicht etwas für Sie jetzt teuer, aber ich muss Ihnen sagen, es ist lohnenswert. Dieser Wagen, es sieht vielleicht aus wie ein Einkaufswagen, wie ein einfacher Einkaufswagen von irgendeinem Supermarkt geklaut. Für den Laien wahrscheinlich erstmal. Ja. Und das Ding ist nämlich, das Ding ist von Mercedes gemacht, das müssen Sie wissen. Nein, das ist von Mercedes. Doch, das ist von Mercedes gemacht. Und okay. Das Ding ist, das hat ziemlich viele Dinge, da passen mindestens 140 Ketchupflaschen rein und so weiter. Das ist sehr geräumig, ja. 140 Ketchup. Ja, 140. Und das Ding ist... Sie sehen ja, es kostet 920.000. Warum kostet 920.000, fragen Sie sich? Ja, würde ich mir... Das ist reinstes Edelstahl. Das Ding ist, es ist einfach normaler Stahl an sich, aber drum, also im Inneren ist Gold drin. Das sehen Sie vielleicht nicht. Und wenn Sie... Ja, das glauben Sie mir jetzt nicht. Aber das Ding ist, das ist halt das Schöne, was man nicht sieht. Das ist, Sieht auf jeden Fall auch sehr griffig aus hier, das Ganze. Ja, das, da hat man... Ergonomischer Griff. Ja, da hat man einfach alles im Griff, wenn man diesen Griff hat. Alles im Griff, genau. Und die Reifen. Also von den Reifen muss ich gar nicht erst reden. Die sehen jetzt vielleicht etwas kantig aus und so weiter. Erstmal für den Amateur gar nicht mal so effizient aus, die Reifen. Ja, aber das Ding ist, das ganze Fahrgestell, sehen Sie sich dran, wie aerodynamisch und winddurchlässig das ist. Ja, absolut, mit dem Licht. Schneidet einfach durch die Luft durch. Das Ding fährt praktisch schon alleine, wenn es bergab fährt. Also, da müssen Sie halt dementsprechend schauen. Eine Sache, die mich immer bei so Sportwagen stört, ist, der Verbrauch ist ja unglaublich hoch. Wie sieht das bei dem Modell aus? Da ist das, Sie kennen ja Pferdestärken und sonstiges. Ja. Das hier ist, Dingensens. Das ist ein sehr spezieller Fachbegriff. Kennen Sie sich denn mit KS aus? Nein. KS bedeutet Kundenstärke. Kundenstärke? Ja, das wird damit gerechnet, also das ist dementsprechend, wie stark der Kunde ist, also wie stark derjenige und dann ist. Und ist der Wagen genau das ist stark. Genau.
Und das Ding ist, das wird jetzt halt nicht so in Personen gerechnet, wie viele es sind, sondern wie stark der Kunde an sich ist. Also, okay, ist, und dann kannst du deinen individuellen Kunden vielleicht noch... Da kann man das auch dementsprechend anpassen. Man kann zum Beispiel den Lenker ein bisschen runter machen. Man kann irgendwie noch, was weiß ich, man kann auch, wenn man will, einen Motor dran machen, aber hey, das braucht doch keiner. Ich meine, also das ist 920.000. Gar kein Sprit, also es ist ja... Nein, gar kein Sprit. Das sehr ist, umweltfreundlich. Das ist wirklich sehr umweltfreundlich und das ist überhaupt keine, das ist, ich will sie überhaupt nicht über den Tisch ziehen damit. Das ist eigentlich komplett real. Das würde ich von Ihnen noch nicht erwarten. Ja, ne, also... Nee. Das ist halt schon mal, das ist von Mercedes halt, unser Mega-Einkaufswagen, also... Okay, ja. Für nur schlappe 920.000, dann kommt dann auch Mehrwertsteuer, die 140.000. Ach, die Mehrwertsteuer also, ist noch nicht drin, ja, ne? Nee, die Welt, das sind noch 140.000. Okay. Hier! Ja, darf ich eine Frage noch stellen zum Modell? Weil ich interessiere mich schon wirklich dafür. Gibt es das auch in anderen Farben und kann man da vielleicht so eine Art Volllederausstattung? Volllederausstattung. Hm. Ja, das Ding ist, wenn Sie jetzt überlegen, guck mal, sehen Sie sich das mal genau an. Ja. Volllederausstattung, wie wollen Sie sich das vorstellen? Wie soll das dann noch weiter sein? Ja, vielleicht sein? So eine Art Polster da. Ja, aber wo ist es dann windschnittig? Wo soll dann die Luft durchkommen? Für den Komfort, ich habe gedacht, vielleicht auf den Gitterstein zu setzen könnte. Wir müssen wissen, ist es eine S-Klasse, also ist er so für Sport hingerichtet. Also, so, da müssen sie sich halt so müssen ein paar Abzüge vom Luxus machen. Die müssen nicht mehr so windschnittig. Also das wenn geht sie nicht. Das ist gänge, aber es wäre zum Nachteil von der Schnelligkeit her. Mhm. Und es würde halt auch mehr wiegen. Das wäre Nachteil für die Kundenstärke. Also dementsprechend, wenn sie jetzt nicht viel trainieren, dann können sie ja nicht, sondern dass ich schnell damit reinkomme. Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Modell. Das hier ist ein von Bruce Willis angefertigtes Modell. Also Sie kennen Bruce von Willis, oder? Bruce Willis angefertigt? Ja. Und Sie müssen wissen, das ist wirklich ein Schnäppchen. Das ist momentan das unser... Das ist aber auch hier sehr sparsam. Ja, und das ist momentan auch eins unserer beliebtesten Autos. Also deswegen, also das sind die beliebtesten Modelle, die es momentan gibt. Sie sehen hier dieser schöne Ledersitz da drinnen. Die Lichter, das sind Xeon. Sieht sehr wertig aus, Und das die Licht, die Scheinwerfer, das sind Xeon-Scheinwerfer. Ja, ist der Ersatzreifen auch dabei? Der Ersatzreifen ist auch dabei. Und das viel Lustige Stauraum ist, sehe ich hier auch. Ja, viel Stauraum. Und das Ding ist, dieser Ersatzreifen ist kein echter Reifen. Das ist einfach nur zu dick, oder? Ist das nicht super? Das ist innovativ. Ja. Das ist wirklich super. Und hier sehen Sie die Scheinwerfer. Ja. Das Ding ist, diese Scheinwerfer, die haben wir extra. Wir sind einfach umhergegangen, haben einfach Straßenlaternen abgenommen, die reingemacht. Ist das nicht einfach mega cool? Du wirst eins mit der Straße. Ja, du wirst eins mit der Straße. Das Ding ist, dann fühlen sich die Lichter viel wohler auf der Straße, weil die wissen, die kennen wir doch und natürlich, so weiter. Natürlich. Und das Ding ist, wenn sie sich entscheiden, dieses Modell zu kaufen, dann geht ein gewisser Antrag an die Bruce Willis Haarwuchsfirma. Und das ist schon Bruce mega Willis cool. Haarwuchsfirma? Ja, das Ding ist, sie kennen Bruce Willis und langsam fallen ihnen auch die Haare raus. Ja. Und deswegen hat er dieses Modell erstellt und hat gesagt, wenn jeder kleine Anzeige geht einfach an diese Firma und dann werden ordentliche Haarwuchsmittel oder Toupees wie sie es wollen. Ich meine, sie können auch noch dazu einen extra Preis dazu, also ein Preisaufschlag von 40.000, dann wären es 190.000, aber dann kriegen sie dann und das extra dann noch mehr an die Habix. Nee, das Ding ist, die kriegen dann noch ein extra Toupet oder eine extra Perücke, wie sie es einfach wollen. Also das Ding ist, das ist schon ein ziemlicher Schnäppchen. Also 190.000, dazu noch eine Perücke oder ein Toupet, also das ist schon mal eine Überlegung wert, ne? Fast geschenkt. Das gefällt mir auch wirklich gut. Ich habe so einen kleinen Koala und dann könnte der quasi mitfahren. Ist viel Stauraum drin. Ja, da passen auch Gorillas rein. Godzilla und ihre Großmutter und die Großmutter und Godzilla von der Großmutter. Genau. Und alle passen rein. Und hier sehen Sie unseren Plattmacher 2000. Okay. Was sind denn die Vorteile von Plattmacher 2000, wenn ich fragen darf? Kennen Sie das Problem, wenn Sie einen Stau haben? Selten, ja. Das Ding ist, wir haben keinen Stau mehr. Die ganzen Leute, die werden sozusagen platt, wortwörtlich. Okay, die werden platt, ja. Das Ding ist, wenn vor ihnen jemand ist, der sie nervt oder sonstiges oder zu langsam fährt, fahren sie einfach schneller als er. Auf ganz egal. Keine Sorgen, fahr keine Sorgen. Ja, einfach durch den Stau. Sind die ganzen Leute einfach ein bisschen platt von ihrer. Wie macht sich der Plattmacher 2000 so auf dem Gelände? Auf dem Gelände ist er eigentlich relativ vielseitig einsetzbar. Man kann ihn als Kaffeekocher nehmen, man kann ihn einfach zum, weiß ich nicht, wenn man ein bisschen Wasser drüber kippt, dann ist er sauber. Dann hat man, weiß ich nicht, wenn man eine Gabel reinsteckt, dann kriegt man einen elektrischen Schlag. Das ist auch schön, ja. Ja, das ist besonders schön. Sonstiges, ja, einen Mülleimer hat er jetzt auch nicht, aber hey, wer braucht bitte schon einen Mülleimer, wenn man einen schönen
Stadtmacher 2000 hat. Und hier, ich weiß jetzt nicht, haben Sie in Ihrer Wohnung Gras oder irgendwie was, was Sie zu pflegen haben? Wo Sie sagen, ja, ich habe ja für meinen kleinen Koala ein Gehege, da ist ein bisschen Gras. Da haben Sie eine Lösung. Das können Sie nicht dafür verwenden, weil damit kommen Sie nicht in die Wohnung rein. Das ist nicht zugelassen für Wohnungsgelände. Okay. Das Ding ist aber, damit können Sie einfach auf irgendeinen Rasen gehen, von Ihren Nachbarn zum Beispiel. Wenn Sie den ärgern wollen, können Sie einfach rübergehen und den Rasen platt machen. Wenn Ihnen zum Beispiel der Nachbar jedes Mal guten Morgen wünscht und Ihnen das so auf den Senkel geht, dass Sie ihm sagen, wissen Sie was, ich will nicht, dass er sagt guten Morgen, dann fahren Sie einfach über den Rasen. Ich glaube, da wird dann vielleicht eine Klage hinterherkommen, aber was denn schon das... Das geht mit dem Automobil. Ja, Sie können einfach so über diesen Rasen von den Nachbarn drüber gehen und der kann einfach nur zugucken, weil sie sind einfach mega schnell mit dem Ding. Ja. Sie sehen hier die Dinger, diese Seitendinger, wo die Motor... Die Seitendinger, das sind ja sozusagen, da ist ja dieser Rasentrimmer drinne. Aber das Ding ist, wenn Sie dann noch eine Aufwertung für 200.000 machen, dann kann dieses Ding hier... kann die das so ein Multifunktions-Vehikel draus machen. Und zwar kann daraus Flügel wachsen oder dementsprechend können sie damit unter Wasser fahren. Unter Wasser fahren, das glauben sie mir jetzt vielleicht nicht. Aber ich kann es ihnen später mal gerne zeigen, ja. Das glauben sie mir jetzt nicht. Okay. Das ist, momentan habe ich es etwas umgebaut, weil das ist jetzt momentan ein Amphibienfahrzeug, was auch unter Wasser fahren kann. Die glauben mir das jetzt nicht vielleicht, weil es klingt ein bisschen unrealistisch und sie meinen wahrscheinlich auch... Ja. Sie meinen wahrscheinlich auch, wieso soll man unter Wasser fahren, weil da hat man keinen Atem, Dings. Ach, das ist alles nicht. Ja, das sind einige der Fragen, die man sich dann stellt, tatsächlich. Ja, und hier ist eins meiner Schmuckstücke. Da gab es jetzt keine Antwort drauf, das war einfach nur, die Fragen stelle ich mir. Ja, okay, gut, dann ist es schon schön, dass Sie das sagen. Hier ist zum Beispiel eins, was ich selber zu Hause habe, für nur $123.456. Und Sie müssen sich einfach mal vorstellen, was könnten Sie mit dem ganzen Geld machen? Sie könnten damit richtig viel machen. Sie bräuchten nie wieder zu arbeiten, falls Sie sowas haben, so viel Geld haben. Ja. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie haben so viel Geld und können sich dieses Ding holen. Wer würde das nicht machen? Sie müssen sich überlegen, was kann das Ding? Es ist ein dynamischer Er ist jetzt halt natürlich Kraftarm. Nicht so aerodynamisch wie der Einkaufswagen, nicht? Ja, aber... Der ist ja ein bisschen sperrig. Sie sehen diesen Riesenarm? Ja. Falls ihn zum Beispiel Ihr Nachbar nervt oder keine Ahnung oder falls Sie... Darf ich Sie kurz eine persönliche Frage stellen, ja? Ja? Haben Sie Probleme mit Ihrem Nachbarn? Darüber reden wir nicht. Ein anderes Thema. Also wir sind jetzt fokussieren jetzt erstmal hier drauf, ja? Danach können wir immer noch Fragen stellen. Ich meine, Sie wollen ja schließlich ein Auto haben, ne? Das Ding ist, diese $123.456, die sind alles wert. Ich habe da so viel Spaß mit gehabt. Zum Beispiel könnten sie damit einfach den Nachbarn die Haus wegreißen. Oder, Das müssen Sie sich einfach vorstellen. Sie haben einen Nachbarn und Sie wollen den nicht mehr da haben, weil er jeden Tag einfach jodeln muss. Jodelt? Okay. Ja. Und dann haben Sie die Lösung. Dann müssen sich kann man das einfach abreißen und das ist total legal und wir können das einfach machen. Ja gut, also was legal ist, was nicht legal ist, das ist doch egal. Ist auch Hauptsache. Eine Grauzone bei sowas, nehme ich an. Ja, das können dann am Ende sagen, das waren sie nicht. Ja. Und bumm, dann haben sie recht. Ja. Man kann es einfach gar nicht nachdeuten. Ich meine, vielleicht hinterlässt das Ding ein paar Spuren, aber... Das ist aber, glaube ich, kann man minimal, ja mit einem Besen hinterher... Das kriegt man schon hin. Also nicht, dass man da irgendwie was sehen kann. Keine Ahnung. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Vor allen Dingen ist das von der mega super Firma Sea Raft. Von Sea Raft? Oh, von denen habe ich schon viel gehört. Ich glaube, der Plattmacher 2000, war der auch von Sea Raft? Ja, aber das ist so ein Nebenprodukt von denen. Also das ist voll so aber ein Neben. Sie konzentrieren Dinge. Sich schon sehr auf diese Bagger. Ja. Lassen Sie uns jetzt zu dem allerbesten Vehikel, was momentan auf dem Markt ist. Lassen Sie uns hier darüber reden. Sie sehen dieses wunderbare Ding für 9.999.000. Sie meinen den was den zur Miet. Hölle ist denn das? Das Ding ist, dürfen Sie haben das sich hier einfach so rumstehen haben? Das sieht sehr gefährlich aus. Was ist, wenn hier Kinder laufen? Ach, das passiert schon öfters. Das Ding ist halt so, haben Sie jemals was zwischen den Zähnen gehabt? Zum Beispiel, Sie haben ein richtig schönes Steak oder irgendwas gegessen, was Ihnen zwischen den Zähnen gehangen hat? Dann kann man nämlich ganz einfach hier hingehen und seine Zähne, also kann dieses Stück Fleisch da dran einfach nehmen und rausmachen. Wissen Sie, was ich meine? Ich möchte Sie jetzt wirklich nicht persönlich beleidigen, aber das wirkt ein wenig ineffizient für mich. Ja, das ist jetzt nur eins der wenigen
Möglichkeiten, was man damit machen kann. Okay. Das Ding ist zum Beispiel, damit kann man, wenn zum Beispiel der Nachbar vor einem fährt. Ah, okay, und, der Nachbar, ja. Ja, dann können sie einfach das Ding nehmen und einfach unter den Nachbarn wegfahren und das nach oben nehmen. Also die heben sozusagen den Nachbarn nach oben, ja. Ja. Und das Ding ist, sie können das dann einfach irgendwo anders platzieren und der Nachbar kann einfach nichts machen. Ist das nicht super? Ich meine, der traut sich vermutlich nicht mal in die Nähe von dem Ding hier. Genau. Das Ding ist, das sieht schon bedrohlich genug aus, aber von dem bedrohlichen Design kann ich Ihnen sagen, ist es auch ein wahnsinniger Komfort. Sie können einfach darin sitzen, können einfach auch schön aus. Ne? Ja, Sie schauen von oben herab, dann können Sie ein- und ausatmen. Die Luft haben Sie. Ich meine, Sie haben zwar keine Windschutzscheibe, aber hey, diese paar Fliegen, die Ihnen ins Gesicht fliegen, das ist normal. Windschutzscheibe. Gibt's Upgrades, dass man dann auch eine hat, oder? Ja, aber die kostet nur schlappe 12 Millionen dazu, deswegen. Wenn man sich sowas schon gönnt, dann kann man auch mal. Ja, ich meine, das kostet an sich 9.999.998 Dollar. Sie müssen sich einfach vorstellen, was Sie damit machen können. Ich meine, hier ist, sehen Sie mal, hier, wenn Sie hier mal, überlegen gucken. Sie mal, wie viele Bagger wir davon kaufen können. Ja, gut. Aber ich würde mir lieber das Ding hier holen, ich kann es mir leider noch nicht leisten. Aber hier ist ein extra Wasserspender und das ist auch von Seraph. Kommen Sie her? Ja, ich sehe es. Falls Sie jemals Durst hatten oder einfach spontan Lust auf eine Dusche, müssen Sie einfach. Ja, ich sehe gerade, das kann man auch als Dusche verwenden dann wahrscheinlich, ne? Ja, und das ist halt mega entspannt. Also, ja, das ist ja auch einfach. Also ich nehme mal an, das kann man dann schon fast als kleine Wohnung umfunktionieren, richtig? Dass man dann als Wohnung, ja. So eine Art Campinganhänger. Ja, ja, okay, gut. Ich würde Ihnen dann nochmal gerne ein ganz besonderes Objekt zeigen. Ich bin sehr interessiert, ich komme gern mit. Ich habe da wirklich, weiß ich nicht, das haben wir erst seit neuestem drin, das ist ein Prototyp. Das wäre also, vielleicht was. Naja, das ist richtig heftig. Das hier ist der Raumerfrischer 9.999.979.000.000. Und das ist ein mega Raumerfrischer. Ich meine, haben Sie schon jemals davon geträumt, einen Ventilator zu haben, in den Sie reingehen können? Sicher. Ja, das ist ein mega super Ventilator. Mit dem können Sie. Sehen Sie sich einfach mal an. Diese Form, diese geschnittene, das ist. Es sieht fast aus wie ein Hubschrauber. Was das? Ach, das ist doch kein Hubschrauber. Glauben Sie mir, das ist ein Prototyp von einem Raumerfrischer oder beziehungsweise einem Ventilator, den man betreten kann. Das müssen Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wo kann man bitte schön einen Ventilator betreten? Das haben Sie schon jemals darüber nachgedacht, überhaupt einen Ventilator zu betreten? Also, ich kam vorher nie auf den Gedanken. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt auch noch nicht, nee. Jetzt ist es möglich. Jetzt können Sie in diesen Raumerfrischer rein. Ja. Nein, das ist Raumerfrischer. Kein Hubschrauber. Und das zu einem schlappen Preis von 9.999.999.99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 
wie gesagt, ich krieg tägliches Gehalt, also das habe ich jetzt hier gerade nur eine kleine Menge an Bargeld. Ja, dabei, ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bitte schön. Würde ich Ihnen gerade einfach mal. Ja, danke, so. Danke. Oh, ja, okay, okay. Gut. Ich kann Ihnen hier das Dingens. Kommen Sie mit. Wollen Sie so eine Tüte drin haben? Ah ja. Kann ich es direkt mitnehmen, nicht? Ja, tut mir leid, wir haben keine Tüten. Also hier, bitteschön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bitte nicht bald wieder. Dann Wiedersehen und ich glaube, das mit dem Lufterfrischer, ich glaube, das war ein Hubschrauber. Also da wollte er uns doch auch über den Tisch ziehen. Ich meine, mit dem Auto haben wir jetzt, glaube ich, wirklich gutes Schnäppchen gemacht. 190.000 sind ja nichts im Vergleich zu den Preisen, die da sonst noch ausgeschrieben waren. Der Plattenmacher war noch recht günstig, aber wer mehrere Millionen für einen Baggermobil ausgibt, der hat, glaube ich, eigene Probleme. Und scheinbar, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich hatte das Gefühl, der Typ hatte echt ein Problem mit einem. Ha. Oh. Hi. Ja. Oh. Das. Hallo. Oh. Puh, ich werde noch verrückt in dieser Nachbarschaft. Wo kommen überhaupt die Enten her? Rolon. Geil. Das ist dann vermutlich irgendein Verwandter des Vermieters, nehme ich an. Ach Gott, ich freue mich einfach drauf, wieder in meine Wohnung zu kommen. Vielleicht ein kleines Nickerchen zu machen, mich zu entspannen und dann dem ganzen Wahnsinn hier zu entfliehen. Ich glaube, langsam sind wir hier. Ja, okay. So, Tür zu, eingeschlossen. Hallo! Hallo, Detlef. Hallo. Okay, Detlef? Detlef? Hallo? Detlef? Mückenhaare! Okay, Detlef kommt einfach immer in meine Wohnung rein und ich habe meine Tür, ich schließe die immer ab, ich habe meine Tür immer abgeschossen. Wie kommt Detlef denn da rein? Detlef, hallo? Ich würde eigentlich ungern in die Wohnung gehen müssen, aber Detlef? Nein? Wie? Okay. Rotstein. Ja. Rotstein. Okay. Dann lassen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht. So, dann schließe ich hier nochmal ordentlich ab und dann passiert das hoffentlich nicht mehr, dass der Detlef hier einfach reingestürmt kommt wie so ein Verrückter und dann mache ich mir jetzt noch einen kleinen Snack und danach lege ich mich auch hin. Es war ein anstrengender Tag heute und ich gebe meinem kleinen Billy nochmal vielleicht ein bisschen Futter. Ja, ja. Kleiner Billy. Dann war's auch für diese Folge und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen nächsten Tag. Und ich bin morgen wieder da ab 13 Uhr. Schaut unbedingt bei Tops vorbei, der hat das Video gemacht, was danach kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt bitte unbedingt, was ihr denkt, was mit den Enten da los ist und was ihr glaubt, was wir für ein Fahrzeug hätten nehmen sollen. Seid ihr zufrieden mit der Entscheidung? Hättet ihr euch lieber den Plattenmacher 2000 gewünscht? Bis zum nächsten Mal!